Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und ich hoffe, Sie hatten bis jetzt ein schönes Osterfest und es klingt ja so langsam ab. Heute ist Ostermontagabend und vielleicht haben Sie ja noch ein paar Ostereier. Aber heute wollen wir über ein spannendes Thema sprechen und natürlich ein Thema, von dem ich annehme oder wir annehmen, dass Sie davon auch betroffen sind, nämlich was passiert mit der Miete, die Sie bezahlen. Wann haben Sie die nächste Mieterhöhung in der Tasche? Und da gibt es diese grandiose Idee, in Anführungsstrichen, man könnte ja die Wohnungsbauunternehmen enteignen. Darüber läuft jetzt ein Volksentscheid oder eine Volksbefragung. Und die Mehrheit der Berliner, so sagen die Umfragen, sei doch dafür. Ist das ein Stück Sozialismus? Nützt das was? Werden dadurch mehr Wohnungen gebaut? Sinken dadurch die Mieten? Alles Fragen, die da dranhängen. Und die will ich heute bereden mit meinem Gast, Dr. Jan-Marco Lutschak, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Tempelhof, da, wo wir unser Studio auch haben. Genau. Das heißt, Sie kennen sich genau aus hier. Manche finden es nicht so auf Anhieb, aber Sie haben es sofort gefunden. Ja. Haben Sie hier gespielt früher? Das sind ja die alten Fabrikhallen von Schwarzkopf, in denen wir jetzt sitzen. Ja, richtig. Ich kenne das noch von früher. Also ich selber habe ein bisschen weiter im Süden gespielt, in Lichtenrade, da wo ich herkomme, aber kenne natürlich das natürlich hier sehr gut. Ja. Also ganz herzlich willkommen. Und was ist denn? Und Sie nennen das ja ganz einfach, das ist Unsinn. Man kann es tatsächlich auf die einfache Formel bringen. Natürlich ist es so, das lässt niemanden unberührt und auch mich nicht. Ich bin nur Berliner Abgeordneter und kenne natürlich die Probleme, die mit steigenden Mieten einhergehen. Wenn jetzt in meiner Bürgersprechstunde zum Beispiel 4 von 5 Menschen, die zu mir kommen, die Rat wollen, da geht es ganz häufig um die steigenden Mieten und deswegen lässt mich das auch nicht unbeeindruckt. Und für mich, für uns als Union ist ganz klar, natürlich wollen wir diesen Menschen helfen. Wir wollen nicht, dass Menschen verdrängt werden aus ihren angestammten Kiezen und da muss man was tun. Wir haben jetzt zum Jahresanfang ja zum Beispiel ein ganz umfassendes Mieterschutzgesetz auf den Weg gebracht, wo wir gerade bei den Fragen der Modernisierung, die ja häufig verantwortlich sind, für die steigenden Mieten. Da haben wir jetzt einen Deckel drauf gemacht. Wir haben die gekappt. Es darf nur noch ein bestimmter Betrag maximal gesteigt werden. Wir haben die Mietpreisbremse nachgeschärft. Aber trotzdem nichts bei einem bestimmten Betrag. Die Mieten steigen trotzdem. Ja, na, also ist, glaube ich, schon ein wirksames Instrument, was wir jetzt gemacht haben. Aber es ist natürlich nur ein Baustein von vielen. Wir lösen damit die Probleme am Ende nicht. Und ich kann nicht müde werden, das zu betonen. Wir werden die steigenden Mieten nachhaltig nur in den Griff bekommen, wenn wir mehr, schneller und kostengünstiger bauen. Und da müssen wir ran. Da gibt es ganz viele Strippen, an denen wir ziehen müssen. Wir müssen mehr Bauland ausweisen. Wir müssen das Bauen auch günstiger machen. Wir haben in Deutschland 20.000 Bauvorschriften. 20.000. Und man kann sich vorstellen, wenn man die alle einhalten will, das kostet am Ende Geld im Entstehen der Wohnung. Und das kostet natürlich dann am Ende auch Geld, wenn es um die Vermietung der Wohnung geht. Das muss sich ja wirtschaftlich irgendwo tragen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da genau hinschauen, was können wir tun, das Bauen schneller zu machen, auch das kostet Geld. Was können wir tun, um das Bauen günstiger zu machen, dass am Ende das Vermieten auch günstiger ist? Und deswegen ist diese ganze Debatte, die wir über Enteignung jetzt führen, geht am Kern des Problems am Ende vorbei. Denn selbst wenn wir das Volksbegehren erfolgreich hätten und wir würden tatsächlich enteignen, würden verstaatlichen, am Ende haben wir ja nicht eine einzige Wohnung mehr in dieser Stadt. Nicht eine einzige. Aber das Land Berlin ist um einige Milliarden ärmer. In der Tat. Also es gibt ja, sind ja Schätzungen, die kommen nicht von mir, sondern vom Senat, bis zu 36 Milliarden Euro würde das kosten, die Verstaatlichung. Und da muss man sich natürlich schon einmal fragen, wieso nehme ich eigentlich nicht diese enorme Summe Geld in die Hand, 36 Milliarden Euro, und baue davon neue Wohnungen? Am Ende ist es doch bei der Enteignung so, wir haben dann einen Besitzer, einen Eigentümerwechsel, aber es ist nicht eine Wohnung mehr da. Da wäre es doch viel besser, wenn ich das Geld in die Hand nehmen würde und baue davon neue Wohnungen. Man gibt Schätzungen, dass man etwa 200.000 Wohnungen davon neu bauen könnte. 200.000. So, und das finde ich eigentlich bemerkenswert. Es ist letztlich eine Gespensterdebatte, die vom Versagen des rot-rot-grünen Senats in der Wohnungspolitik ablenken soll. Drösen wir das doch mal auf. Das geht ja wahrscheinlich Ihnen auch so, wenn ich durch die Stadt fahre. Ja, dann sehe ich, an jeder Ecke wird gebaut. Überall steht ein Baukran. Und dann heißt es, es wird zu wenig gebaut. Was ist denn nun richtig? Na, also man sieht, dass in Berlin viel gebaut wird. Es ist tatsächlich so, dass jetzt einfach der Markt ja auch reagiert. Es gibt eine enorm hohe Nachfrage an Wohnungen und jetzt wird auch gebaut. Aber es ist trotzdem so, wir haben halt einen Zuzug jedes Jahr nach Berlin von etwa 40.000 Menschen. Letztes Jahr waren es ein kleines bisschen weniger. Aber wir sind in einer Metropole, die wächst, die ist dynamisch, die ist attraktiv. Die Menschen wollen zu uns und die brauchen natürlich Wohnungen. So, deswegen ist das, was wir an Bauaktivitäten jetzt sehen,
funktionieren momentan in der Stadt. Das ist gut, das ist richtig, aber es ist zu wenig. Es ist immer noch so, wenn man mit Investoren spricht, wenn man mit Leuten spricht, die Geld in die Hand nehmen wollen und hier entwickeln wollen, dass sie immer noch das Gefühl haben, gegen Windmühlen zum Teil zu kämpfen. Es ist nicht so, dass man ihnen den roten Teppich ausbaut und sagt, wunderbar, dass ihr hier seid, es ist gut, dass ihr hier neuen Wohnraum schaffen wollt, sondern man legt ihnen Steine in den Weg. Das ist das eine, das heißt, da muss noch mehr passieren. Und das zweite ist, es geht natürlich auch darum, ein gesellschaftliches Klima für Neubau zu entwickeln. Wenn es so ist, dass ich nehme jetzt mal die Koalitionsvereinbarung von Rot-Rot-Grün. Dort hat man für die Elisabeth Aue, das ist ein großes Projekt in Pankow, da hätten 5.000 bis wahrscheinlich sogar 10.000 Wohnungen neu entstehen können. Man hat es im Koalitionsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen, dass dieses Projekt in Angriff genommen wird, weil man, weil man den Protest der Menschen dort, das ist ja auch menschlich auch nachvollziehbar, natürlich, wenn ich im Grünen... Ich will neue Wohnungen, aber nicht in meiner Nachbarschaft. Das ist dieses wie man sagt, dieser NIMBY-Effekt, not in my backyard. Ja. Ja, man will, alle sind immer für Neubau, aber nicht, wenn er in der eigenen Nachbarschaft passiert. Das ist menschlich nachvollziehbar und ich schließe mich davon gar nicht aus. Natürlich wäre ich auch nicht begeistert, wenn in meiner unmittelbaren Nachbarschaft was Neues entsteht. Aber das ist dann eben gerade die Aufgabe von Politik, da auch mal den Rücken gerade zu machen und zu sagen, wir müssen mal das gesamtstädtische Interesse von Berlin sehen und nicht nur eine Politik machen für die Menschen, die jetzt aktuell schon hier sind, die eine Wohnung haben, sondern für die vielen Menschen, die jetzt gerade draußen in der Schlange stehen, weil sie eine Wohnung besichtigen wollen mit 100 anderen und am Ende enttäuscht nach Hause gehen. Auch für diese Menschen müssen wir eine Politik machen und die werden wir nur erfolgreich bestreiten können, wenn wir mehr neu bauen. Und deswegen finde ich das so desaströs, dass Rot-Rot-Grün zum Beispiel bei der Elisabeth Aue gesagt hat, wir nehmen das Projekt gar nicht in Angriff, wir legen uns dort vor Ort nicht fest, legen uns nicht an mit den Menschen, diskutieren nicht mit den Menschen und versuchen die Vorteile dieses Neubauprojektes dort auch an den Tag zu legen, sondern im Prinzip eigentlich den Kopf eingezogen hat und sich weggeduckt hat. Wir müssen als Politik beispielhaft vorangehen und ein gesellschaftliches Klima für diesen Neubau, den wir brauchen, in dieser Stadt schaffen. Ihr Wahlkreis ist Tempelhof und Da frage ich mich doch immer, muss das denn auf Ewigkeit so bleiben, dass man das Tempelhofer Feld nicht bebaut? Das ist doch auch eine riesige Fläche und da wollte man nur den Rand bebauen. Kann man nicht den Volksentscheid wieder ein bisschen verändern und sagen, wir lassen das Feld ja innen drin unbebaut, da können ja weiterhin Sportveranstaltungen und Spaß und Fun stattfinden, aber das ist doch eine Fläche, die muss man doch nutzen. Ich sehe es ganz genauso, eine klare Antwort. Ich glaube auch, dass wir den Volksentscheid, der ist in der Welt, den haben wir, den müssen wir auch akzeptieren. Das ist ein demokratisches Gebot. Aber seitdem sind ja einige Jahre ins Land gegangen. Die Lage in der Stadt hat sich dramatisch verschärft. Die Menschen suchen Hindernisse. Sagt man, die Geschäftsgrundlage hat sich geändert. Absolut, so kann man das diskutieren. Und die Menschen suchen händeringend nach Wohnungen. Und wir müssen alle Gebiete, wo Wohnraum entstehen kann. Und da bietet sich natürlich das Tempelhofer Feld an. Die müssen wir in den Blick nehmen. Und deswegen, glaube ich, muss der Weg sein, wir brauchen eine Debatte darüber, brauchen möglicherweise auch einen neuen Volksentscheid, weil ich glaube schon, das muss man, wenn so viele Tausende, Zehntausende Menschen sich gegen eine Bebauung ausgesprochen haben. Das muss man ernst nehmen, das muss man respektieren. Es ist zwar so, dass man rechtlich mit einem Gesetz, das das Abgeordnetenhaus beschließt, diesen Volksentscheid quasi aufheben könnte, aber ich glaube, es wäre demokratisch nicht richtig, das zu tun. Deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Debatte, wir brauchen einen neuen Volksentscheid. Wir müssen die Berlinerinnen und Berliner fragen, wollt ihr, dass wir Wohnungsbau machen? An den Rändern, ausdrücklich nur an den Rändern des Tempelhofer Feldes. So sah das ja ursprünglich die Planung auch vor. 5.000 bis 6.000 Wohnungen, die wir brauchen. Und es wäre immer noch eine Freifläche bereitgehalten gewesen, die so groß wäre wie Monaco. Also immer noch eine sehr, sehr große Fläche. Und die Diskussion, die muss die Stadt beantworten, die müssen die Menschen in Berlin beantworten. Aber Politik muss natürlich ein Stück weit auch sich selbst positionieren und sagen, was wollen wir? Und da bin ich klar für Neubau. Also ein Weg ist aufgezeigt für Tempelhof. Da warten wir mal ab, was passiert. Sie sind aber Bundestagsabgeordneter. Und da funktioniert das Mietpreisbegrenzungsgesetz nicht so richtig. Das Alter nicht funktioniert und das Neue offenbar auch nicht. Die Mieten steigen ja weiter. Was muss denn der Bund machen? Was können Sie denn im Bund machen, im Bundestag machen? Also wir haben ja, ich habe es eingangs erwähnt, zum Jahresanfang, zum 1. Januar 2019,
ein weiteres recht umfassendes Mieterschutzgesetz auf den Weg gebracht, wo wir die Mietpreisbremse... Aber funktioniert das nicht so richtig. Naja, es ist ja gerade einige Monate erst in Kraft, muss man nochmal abwarten. Aber wir haben die Dinge, die nicht vernünftig funktioniert haben, nachgeschafft. Wir haben die Mietpreisbremse verändert, haben für mehr Transparenz gesorgt, indem Vermieter beispielsweise jetzt Auskunft geben müssen, wenn sie sich auf eine Ausnahme von der Mietpreisbremse berufen. Das ist, glaube ich, auch richtig, weil, das sage ich auch, so umstritten das Instrument der Mietpreisbremse sein mag. Aber wenn wir das als Gesetzgeber geschaffen haben, das Instrument, und wir den Mieterinnen und Mietern Rechte an die Hand gegeben haben, dann müssen sie auch in der Lage sein, diese Rechte wahrzunehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man diese Transparenz geschärft hat. Und ein zweiter Punkt, der in diesem Gesetz beinhaltet ist, dass wir bei den Modernisierungen, die ja leider, muss man sagen, von schwarzen Schafen unter den Vermietern wirklich missbraucht werden, um Menschen heraus zu modernisieren aus ihren Wohnungen, dass wir da gesagt haben, da wollen wir ein ganz klares Stoppsignal. Das wird zukünftig ordnungswidrig sein. Wir können also diese Vermieter bestrafen, die so etwas tun. Und ich glaube, auch damit haben wir nochmal eine klare Richtung vorgegeben. Aber richtig ist auch, alles das, was wir an Mietenregulierung machen, wird am Ende das Problem nicht lösen. Die Mietpreisbremse ist kein Allheilmittel. Und wir werden die Probleme mit steigenden Mieten nicht mit Enteignungsdebatten, nicht mit einem Mietendeckel, so wie er hier in Berlin diskutiert wird, und auch nicht mit der Mietpreisbremse in den Griff bekommen. Das sind alles nur Facetten eines größeren Problems, wo wir an vielen Stellen angreifen müssen. Und ich hatte es gesagt, wir müssen mehr, schneller, kostengünstiger bauen. Ich glaube, wir müssen auch mehr in Räumen denken. Wir sind in Berlin von Brandenburg umgeben. Wir denken gleich darüber weiter, machen eine kurze Werbepause und vor allen Dingen reden wir gleich auch über einen gedachten Mietendeckel, wie das überhaupt funktionieren kann. Deckel drauf, Mieten bleiben unten, wenn es so einfach wäre. Wir machen eine kleine Werbepause, essen Sie vielleicht noch Ihren letzten Osterhasen auf und dann sind wir wieder da mit Dr. Jan-Marco Lutschak. Er ist Bundestagsabgeordneter hier in Tempelhof. Der Wahlkreis heißt ganz genau? Tempelhof-Schöneberg. So ist es. Bis gleich.